Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kümmern uns heute mal um den Gleaner Harmony Funnel, was der Kollege kann, wie viel er kostet, wie viel er verbraucht und so weiter und so fort, wie ich den Kopf baue, erfahrt ihr hier alles in dem Video, deswegen bleibt dran Freunde und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie eben im kleinen Einspieler, wenn man es so nennen mag, gesehen geht es heute um den Gleaner Harmony Funnel. Gleaner ist, denke ich, jedem ein Begriff mittlerweile. Ich habe mir ein paar Eckdaten für euch rausgesucht, die würde ich euch nennen. Dann wechseln wir in die Detailansicht und gucken uns den Kollegen mal ganz genau an. Ja, Freunde, ich nenne euch mal die Materialien. Wir haben hier verschiedene Materialien, wie das ist so eine Art Ton-Schamott-Gemisch, aus denen dieser Kopf hier gefertigt wird, vor allem aus weißem Ton, man sieht es, oder aus hellem Ton, ihr seht das auch hier. Ich zeige euch das dann, wie gesagt, auch alles nochmal schön in der Detailansicht. Er frisst so ca. 18 bis 23 Gramm an Tabak, kommt auch je nach Tabakart drauf an, ob es ein grober Schnitt ist, ob es ein feiner Schnitt ist, je nachdem, aber so zwischen 18 und 23 Gramm frisst er. Ihr könnt ihn mit Alufolie und HMD rauchen, mit eigentlich jedem HMD, ihr könnt ihn mit Zeppelin rauchen, ihr könnt ihn mit einem Nagrani rauchen, wo ihr aufpassen müsst. Vielleicht haue ich es dann auch nochmal in die Detailansicht mit rein, der Nagrani rutscht ein Stückchen weiter runter, aber ich denke auch ein Lotus Kalaut sollt ihr draufpassen. Wer da mehr weiß, damit unten in die Kommentare, Freunde. So viel zu den Eckdaten. Der Kollege kommt noch aus Russland und kostet euch so im Schnitt 27,95. Ist für den Kopf noch relativ okay. Ich sage mal, viel teurer möchte er nicht sein. Aber es ist schon ein Kopf, der im höheren Preissegment angesiedelt ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Verarbeitung an, ob er auch sein Geld wert ist, Freunde. Also, wir wechseln die Ansicht und dann geht das Ganze los, Freunde. So, Freunde, hier haben wir den wunderschönen Gleaner-Kopf meines Erachtens. Ich habe das Ganze in der Strawberry Frosted Edition. Ihr seht es auch hier, habt ihr das Gleaner-Logo bzw. Gleaner nochmal dastehen. Da seht ihr das Ganze nochmal, ist ja wie eingearbeitet, wie reingeritzt, sogar schon fast. Und mit ein bisschen schwarzer Farbe versehen. Das Ganze ist ein Ton-Schamott-Gemisch, Freunde. Speziell ist das Ganze weißer Ton, wie ihr hier seht, oder beziehungsweise ein sehr heller Ton, auch einwandfrei verarbeitet, ist nichts scharf, ist logischerweise rau, ganz klar, aber nichts scharfkantiges. Das ist das Design quasi in diesem Orange-Rot mit Weiß gehalten, musste ich mich auch erst dran gewöhnen, um ehrlich zu sein, aber mittlerweile gefällt er mir doch sehr, ist auch mein erster Gleaner. Aber ich wollte ihn unbedingt mal da haben. So sieht das Ganze von unten aus. Das seht ihr auch so ein bisschen diese Weißfärbung, die quasi das Eis darstellen soll, Freunde. Wir schauen uns mal das Depot hier oben an. Der Kollege hat einen Durchmesser von hier nach da von 75 mm, Freunde. Ist jetzt nicht das kleinste Depot. Es passt trotzdem ein Kalaut oben drauf. Es passt teilweise auch der Nagrani oben drauf. Und es passt auch der Kalaut drauf. Beim Nagrani ist es der Fall, dadurch, dass er hier oben relativ breit ist, rutscht der Nagrani euch ein Stück rein. Der Zeppelin zum Beispiel sitzt perfekt drauf. Beim Kalaut weiß ich es nicht, weil ich den leider nicht da habe. Ja, der passt aber auf jeden Fall drauf, der Zeppelin. Wer einen Zeppelin hat, kann mit dem Ding sofort loslegen. Vom Depot her muss ich sagen, das ist hier drin schwarz glasiert. In so einem Mattschwarz finde ich sehr schön von der Optik, gefällt mir sehr gut. Und von der Depot-Tiefe, ich versuche es mal ein bisschen einzufangen. Seht, das geht's eigentlich. Er frisst 18 bis 23 Gramm Tabak, hat man ja gesagt. Oder, wenn ich es nicht gesagt habe, habe ich es euch jetzt gesagt, Freunde. 18 bis 23 Gramm frisst er circa. Ich finde das Depot trotzdem noch relativ flach, aber es ist halt relativ breit. Und mehr gibt es zu dem Kollegen nicht zu sagen, Freunde. Deswegen gehen wir zurück in die normale Ansicht. Das ist der Kopf aus der Detailaufnahme. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns ein Köpfchen, Freunde. Let's go. So, Freunde, ich gehe jetzt mal die Kohlen holen. Das war, by the way, ein übelst krasser Rhyme. Also, wenn ich nicht im Deutschrap tätig sein könnte, weiß ich es auch nicht. Ich gehe, wie gesagt, die Kohlen holen. Währenddessen seht ihr hier den Kopfbau. Wir rauchen das Ganze natürlich mit Zeppelin hier neben mir in der VUCA.
Und dann würde ich sagen, guck mal, was der Kollege so kann. Und dann seht ihr auch gleich mal, wie viel Tabak er verbraucht. Also viel Spaß beim Kopfbau und wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, da sind wir wieder. Wie ihr seht, Köpfchen ist gebaut hier hinten. Wie gesagt, das Ganze habe ich im Zeppelin gebaut. 3 Black Kokoskohlen und dann feuerfrei. Im Kopf haben wir, habt ihr denke ich auch gesehen, Black Nana von Nameless und von Must Have Black Forest Berry oder Forest Berry. Das Ganze ist ein Dark Blend Tabak. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Kombination so noch nie probiert. Ich habe auch den Nameless Black Nana noch nie mit einer Grani geraucht. Ich hoffe, die Kombination schmeckt. Das ist für mich eigentlich gerade das Wichtigere. Aber ihr habt es im Kopfbau gesehen, er lässt sich eigentlich relativ easy bauen. Ich baue ihn auch, wie ich es immer sage, wie jeden anderen Funnel von mir. Ich mache jetzt nichts irgendwie extra oder so. Ich schaufel mir das Ding schön voll. Den Dark Blend drücke ich einen Ticken mehr an als den Virginia Tabak, aber an sich baue ich auch den Gleaner komplett gleich, wie ich einen Mahalla baue, wie ich einen Oblaco baue oder wie ich einen Little baue. Baue ich alle komplett gleich, Freunde. So, wir nehmen jetzt mal den Zug hier. Setup werde ich, denke ich, wie gesagt, kennen. VUCA und oben der Gleaner. Dazu das Chicaver Mouthpiece. Das stecken wir jetzt mal hier drauf. So, und gucken mal, was der Kollege jetzt hier kann. Kohlen liegen schon ein paar Minuten. Ja, die Kombi ist sogar relativ nice, Freunde. Doch, gefällt mir sehr gut. Auch so, vom Durchzug her beim Kopf, finde ich, macht er eine sehr gute Performance. Auch jetzt, ich habe es ein Stück höher gebaut als normal, muss ich ehrlich sagen. Aber auch so habe ich keine Durchzugsprobleme, auch mit der Nagrani hier oben drauf nicht. Mit der Nagrani, mit dem Zeppelin. Qualmt einwandfrei. Ihr seht, der Zeppelin passt wirklich einwandfrei drauf. Er wirkt zwar jetzt ein bisschen wuchtig, weil er halt hier oben sehr breit ist. Aber ich habe es mit der Nagrani auch probiert. Die rutscht euch wirklich so ein kleines Ticken in den Kopf rein. Wer mit Nagrani raucht, müsst ihr euch vielleicht ein bisschen rantesten, ein bisschen weniger Tabak nehmen. Vielleicht kommt er sogar unter die 18 Gramm, weil diese Smokebox halt reinrutscht. Beim Kalaut kann ich es schlecht sagen. Ich habe keinen da, aber auch da sollten angeblich noch irgendwie Videos kommen, habe ich gehört, in nächster Zeit. Wer weiß. Aber für einen Zeppelin ist er sehr, sehr gut. Oder ich sage mal speziell für Funnels, die vielleicht ein bisschen breiter sind, wo er 3 Kohlen reinkriegt. Da könnt ihr den Gleaner easy peasy verwenden, Freunde. Würde ich sagen, fassen wir den Gleaner mal zusammen. Mein Fazit vom Gleaner ist,
Die Farbe gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, sonst hätte ich mir logischerweise nicht geholt. Glina zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass ihr, ich sag mal, keine Standardfarben habt. Also es gibt natürlich auch Colorways, wo halt nur Blau drin ist. Es gibt aber auch Colorways, wo Rot-Grün drin ist. Der heißt, glaube ich, Watermelon, wo das alles so ein bisschen ineinander verläuft. Die Colorways gefallen mir sehr, sehr gut. Könnt ihr gerne mal abchecken. Gibt es diverse andere, müsste aber auch schnell sein. Ist auch meistens schnell ausverkauft. Von der Verarbeitung gefällt er mir auch sehr gut. Wie gesagt, es ist halt nicht jedermanns Sache, die Colorways. Wer es nicht feiert, feiert es nicht. Manche feiern es. Ich finde es sehr, sehr geil. Preislich muss ich sagen, 27,95. Für mich geht das noch, sage ich mal. Weil ich habe Köpfe da, die doch schon deutlich teurer waren. Aber es ist natürlich schon, muss man ehrlich sagen, ein Funnel, der sehr weit oben angesiedelt ist, was den Preis angeht. Aber ich sage es euch immer wieder, lieber kaufe ich mir einen teuren Funnel als zwei günstige und kommt dann im Endeffekt trotzdem teurer. Deswegen kriegt der Glina auch von mir an der Stelle eine Kaufempfehlung. Checkt die Köpfe sehr gerne mal ab, vielleicht findet ihr einen, der euch da draußen gefällt. Wenn ihr einen Glina habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr mit dem zurechtkommt. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns am Freitag zum neuen Video, Freunde. Ich wünsche euch noch eine angenehme Restwoche, auch ein entspanntes Köpfchen. Und jetzt geht der letzte Zug, wie immer, auf euch da draußen. Reingehauen, Freunde.